Ja, und du kannst das Licht anstellen. So, Freunde, schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier. Ich gucke mal hier so runter, dass ihr mich seht, im Atelier bei mir. Ich mache mal jetzt ein bisschen Werbung für meinen nächsten Zeichen- und Malkurs. Geht darum, um Landschaft. Und wir sind hier auf der Rügeninsel, auf der Insel Rügen, also um Landschaftsmalerei. Und so einfach ist das ja alles nicht, aber ich will euch helfen. Ich stehe euch an der Seite und ich habe auch schon, um in der Landschaft zu sein, mein Fischerhemd angezogen. Gestreift, norddeutsch. Also fangen wir mal an. Ja, ein Blatt Papier ist natürlich klar, ist ein bisschen getönt und so. Und wichtig sind immer die Kontraste. Und es geht einfach darum, locker zu bleiben. Weil die Details machen wir dann im Kurs. Es fängt ja alles mit einer Skizze an. Und deswegen fangen wir mal hier so an. Machen wir einfach mal. Ich hoffe, ihr seht das. Ich mache es mal ein bisschen mit Kohle. Ein bisschen größer. Und dann machen wir uns einfach mal hier so eine Skizze an. Und deswegen fangen wir mal hier so an. Machen wir einfach mal. Ich hoffe, ihr seht das. Ich mache es mal ein bisschen mit Kohle. Ein bisschen größer und dann machen wir uns einfach mal hier so eine Skizze. Da habe ich jetzt ein Hochformat und da versuchen wir mal, wie beim Haus und dem Nikolaus, einfach dran zu bleiben. Das heißt, nicht absetzen. Der Sinn der Sache ist, dass ihr locker bleibt. Die Probleme klären wir alle im Kurs. Aber locker, Spaß, das ist doch das Wichtigste. Also, wir machen mal eine Horizontlinie neu. Dann haben wir ja hier irgendwo, finden wir schon mal die Idee zum Boot und vielleicht auch zum Segelboot. Und dann kommt das Wasser und das noch ein Boot. Und ist ja absolut super, da sind wir ja schon fast beim guten Vorbild. Wir sind nur noch im Schwarz-Weiß, aber schon super. Idee 1. Das könnte ein tolles Bild werden, wenn wir es dann in Farbe umsetzen. Und die Idee 2, da nehmen wir mal ein großes Boot. Guck mal, ich habe das aber ein bisschen schlecht gezeichnet, weil wir sind nicht so perfekt, aber eben locker. Eben locker. Und jetzt machen wir ein Bullauge rein und machen einen Steg. Und jetzt machen wir das Boot nochmal ganz anders. Und sind einfach mal mutig und machen es noch größer. Und machen es mal schwarz. Und jetzt. Ja, und es ist ja so, wir haben das Boot gezeichnet. Wir zeichnen immer erst. Es geht immer um Kontraste. Was mit einem weißen Stift wieder Helligkeit reinmachen. Das ist so cool. Und jetzt gehe ich mal hier mit dem Braun rein. Ich habe jetzt nichts anderes. Man nimmt immer, was man hat. Und mal ein bisschen Wasser oder was da ist. In dem Moment, was man spucke. Man könnte auch Rotwein nehmen. Also ich liebe es ja im Café zu sitzen und mit Kaffee zu zeichnen und so. Aber um was es geht, ist ja klar die Kontraste. Und wir müssen irgendwann zur Farbe kommen. Über Farbe unterhalten wir uns in meinen Malkursen. Das ist ganz klar, zeige ich euch. Und die kleine Skizze kommt jetzt zur Farbskizze. Es ist immer noch eine Skizze. Es ist jetzt Acryl auf Leinwand, wie wir sagen. Aber die Farben sind einfach empfunden. Wichtig sind die Kontraste, wie ich euch das bei der Zeichnung gesagt habe. Und tja, das ist das, was wir zusammen machen. In diesem Sinne, viel Spaß dann. Ich freue mich auf euch. Euer Conny Gabor und tschüss.